Radio Österreich International. Radio Austria International. Radio Trieste International. Radio Austria International. Ein Mittagsjournal. Mit Christine Zönicke-Frenkenberger im Studio und diesen Themen. Mehr als 190 Raketen aus Gaza auf Israel abgefeuert nach der Tötung eines palästinensischen Milizenführers. Israel mobilisiert tausende Reservisten. Im Kampf gegen Hass im Netz kann sich Verfassungsministerin Edstadler eine eigene Staatsanwaltschaft vorstellen. Die Ministerin im Interview auch über schlechte Umfragewerte der ÖVP. Wir blicken nach Großbritannien, das auf eine Rezession zusteuert und auf eine Streikwelle und nach Afghanistan, wo vor einem Jahr die radikal-islamischen Taliban die Macht übernommen haben. Nun Bombenexplosionen und anti-amerikanische Demonstrationen geschalten nach Kabul. Außerdem Kiew beschuldigt Moskau, das Atomkraftwerk Saporischschja für militärische Zwecke zu missbrauchen. Wie groß ist die Angst in der Region? Christian Wehrschütz berichtet. Und 10 Jahre Mars Rover Curiosity. Wir beginnen mit der Wetterprognose von Simon Kühldorfer. Nach dem bisher heißesten Tag des Jahres mit fast 39 Grad gestern im Bezirk Baden ist Hitze jetzt kein Thema mehr. Die aktuellen Temperaturen der Landeshauptstädte: Wien 21 Grad, Eisenstadt 22, St. Pölten und Linz 19, Salzburg, Innsbruck und Bregenz 20, Graz 25 und Klagenfurt 23 Grad. Am wärmsten mit 29 Grad ist es jetzt in Bad Radkersburg. Am Nachmittag ändert sich bei den Temperaturen nicht mehr viel und es bleibt überwiegend bewölkt. Die Sonne zeigt sich höchstens zwischendurch und gewittrige Regenschauer sind in erster Linie von Tirol bis ins Bergland der Steiermark unterwegs. Dazu weht lebhafter, frischer Nordwind. Nach der Tötung eines militanten Palästinenserführers gestern und dem darauffolgenden Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen führt Israel derzeit eine Militäroperation im Gazastreifen durch. Luftangriffe werden heute aus dem Gazastreifen gemeldet, sowie Verhaftungen im Westjordanland. Israel spricht von einer Antiterroroperation. Susanne Neverklar. Schwarzer Rauch steigt über Gaza City auf. Es herrscht wieder einmal Krieg. Im palästinensischen Gazastreifen, der etwa so groß ist wie Wien und rund 2 Millionen Einwohner und Einwohnerinnen hat, sind die Straßen der Hauptstadt heute so gut wie leer. Israel hat eine einwöchige Militäroperation namens Breaking Dawn, übersetzt Sonnenaufgang, ausgerufen. Begonnen hat dieser Konflikt bereits vergangenen